across English and foreign. Wow, super. Now we are here, how I feel an English was here vorbereitet für euch. Also, English Tanz, English Musik, also English Kunstausstellung da draußen im Feuer. Und wichtig, indisches Essen, ja? Also, es gibt auch viele Inder zwischen euch, das ist auch vorbereitet. Gut. Also noch wichtig, wir haben zwei indische Moderatoren für diese Arbeit für euch vorbereitet. Also zwei indische Moderatoren, aber der spricht Deutsch in ein indischer Akzent. Hallo, Sir. Willkommen in Indien. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Intervention bei den Aktionen in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ich die Leute sehr gut euch. Jetzt warte. Super. Also, damit bin ich auch bei Frau Nikola Singh, meine Co-Moderatorin für diese Abend. Frau Nikola Singh, bitte auch die Bühne. Das ist Indien, musikalisch und Traditionen von Indien, Tänze von Indien. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise, in die magische, in die zauberische Reise mit nach Indien. Im Namen von Generalkonsulat Indiens begrüße ich Sie ganz herzlich zu Indra Dhanush, ein Kulturabend mit indischer Musik und Tanz. Herzlich willkommen. In Indien, Tanz hat einen religiösen Ursprung. In der Hindu-Mythologie, Tanz hat eine heilige Handlung. Eine Aktivität, die man sagt, ist älter als die Erde selbst. Dementsprechend soll Shiva, der Gott der Schöpfung und Zerstörung, die Welt mit seinem Tanz zerstört und auch wieder erschaffen haben soll. Er heißt auch Nataraja. Nat ist Wirkung heißt Tanz und Raja, Raj ist der König, also der König der Tanz, König des Tanzes. Es gibt 8 klassische Tanzformen. Weißt du, warum welche sind die? Ja, ich komme gleich. Es gibt 8 Tanzformen, 8 klassische Tanzformen. Und dazu gibt es auch viele Volkstänzer und so weiter. Bestimmt kennst du Bhatta noch? Kuchipudi, Bhanatam, Isi, Manipuri und. Es gibt noch Kathak und Kathakali und Manipuri hast du schon gesagt. Und Satriya. Satriya ist die 8. klassische Tanzform, nicht so bekannt. Die ersten 7 sind mehr bekannt als Satriya, das ist von Nordostindien. Ein klassischer Tanzform. Ja. Und noch was Interessantes über diese verschiedenen Kunst in Indien ist, das ist nicht nur Kunst, das ist nicht nur ein Teil von Kultur, sondern auch unsere Historie, würde ich sagen. Weil es war eine Zeit, wenn alle öffentliche Tanz und Kunst war verboten während dieser britischen regionalen Zeit, also Regierungszeit. Und danach, nach wir ein freies Land waren, viele von diesen Tanzern wurden wieder geboren, also die alte Kunst wurde wieder formatiert in die alte Formate. Also das heißt, wir sehen nicht nur Kunst, sondern auch ein Teil von unserer Historie. Das ist wirklich neu für mich. Ich okay. Und jetzt bitte ich ganz herzlich auf die Bühne Herrn D.Hasler, Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Albrecht Kuendiger, Bürgermeister von der Stadt Kelkheim, Frau Pratibha Parkar, Generalkonsulin Indiens in Frankfurt, Frau Regina Ravish, Ehegatter des Ex-Generalkonsuls Herrn Ravish Kumar in Frankfurt, um die zeremonielle Lampe anzuzünden. Thank you.
D.Hasler zu bitten für die Eröffnungsrede. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Künstlerinnen und Künstler, die auf die Bühne kommen, verehrte Frau Generalkonsulin, hier Miss Parkar, sehr geehrte Frau Konsulin Soni Dalia, lieber Herr Bürgermeister, ich freue mich, Sie hier in der Kelkheimer Stadthalle zu einer ganz besonderen Veranstaltung begrüßen zu können. Gestatten Sie mir vorher noch einige Ehrengäste zu begrüßen. Zuerst, wir haben unter uns den ersten Preisbeigeordneten, Herrn Vollmeier mit Gattin. Herzlich willkommen. Wir haben den Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Benner mit Gattin. Wir haben den Bürgermeister der Stadt Eschborn, Herr Geiger, mit Gattin haben wir hier. Und angemeldet hat sich Frau Corinna Küsen, sie ist Abteilungsleiterin Südasien bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Eschborn. Ich habe sie nicht gesehen, aber ach, da hinten. Herzlich willkommen. Sowie Magistratsmitglieder und Stadtverordnete. Eine Veranstaltung, wie wir sie heute hier erleben werden, gab es noch nie in Kelkheim. Es ist einfach großartig. Ich war schon selber in Indien mit Rucksack unterwegs. Ich habe schon einige Tänze gesehen, aber ich bin sehr gespannt, was wir hier heute zu sehen bekommen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Sie so zahlreich hier in der Stadthalle gekommen sind. Ich bin überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Resonanz so groß ist. Aber das wird die Künstlerinnen und Künstler freuen. Es erwartet uns ein besonderer Kulturabend mit indischer Musik, einer Darbietung von verschiedenen Tänzen. Ich denke, da gibt es noch eine Moderation da noch, jeweils Erläuterung, dass wir da ein bisschen mehr verstehen. Auch draußen gibt es Kunsthandwerk und natürlich auch die kulinarischen Köstlichkeiten der indischen Küche. Wir werden klassische Tänze sehen, Folklore-Tänze und moderne sogenannte Bollywood-Tänze. Vieles wird für unsere Augen und Ohren ungewöhnlich sein. Lassen Sie sich einfach verzaubern von der Magie der Musik, der Anmut und der Rhythmik der Tänze. Ich wünsche uns allen einen unvergesslichen Abend. So, jetzt würde ich gerne unsere Begrüßungswörter von Herrn Bürgermeister euch mitteilen. Also ich würde gerne Herrn Bürgermeister auf die Bühne machen. Herr Albrecht Kuendiger. Consul Parkar, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin überwältigt über die große Anzahl der Menschen, die heute in die Stadthalle gekommen sind. Dass diese Veranstaltung heute zum ersten Mal in Kelkheim überhaupt stattfindet, also meistens kommt alles gut vom Rathaus und oft auch vom Bürgermeister. In dem Fall aber ist es wirklich dem Konsulat, insbesondere Frau Parkar, zu verdanken, die bei mir waren. Und gebeten haben, so eine Veranstaltung auch mal in Kelkheim zu machen. Toll für diese Idee. Vielen Dank. Und für die vielleicht nicht die lokale Zeitung im Vorfeld so ganz genau gelesen haben, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Kelkheimer stolz sind darauf, dass der indische Konsul, in dem Fall die indische Konsulin, ihren Wohnsitz für die Amtszeit, wenn sie in Frankfurt mit dem Konsulat im Dienst errichten, hier bei uns in Kelkheim haben, seit vielen Jahren. Auch darüber freuen wir uns. Als ich so im Vorfeld mit einigen Bürgern gesprochen habe und gesagt habe, da findet ein indisches Fest statt, da gibt es einen Informationsabend der indische über Indien, über das Land, da habe ich erst mal festgestellt, wie viel Beziehung es schon von Kelkheimer Bürgern zu Indien gibt. Im Gegensatz zum Stadtbauvorsteher D.Hasler, der eben gerade geredet hat, ich war noch nicht dort. Aber er wurde dringend empfohlen, dieses schöne Nachbarn selbst zu besuchen. Und ich weiß, dass aufgrund der wirtschaftlichen Beziehungen in Führungszeit, aber auch anschließend durch sehr viele private Kontakte, sehr viele Kelkheimer mit Indien, mit indischen Menschen befreundet sind und das Land Indien sehr gut kennen. Und dass es eine sehr gute, eine sehr freundschaftliche Beziehung mit dem Land Indien gibt. Auch darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich auch, dass heute unter den Gästen, den vielen Kelkheimern,
auch sehr viele Menschen sind, die indische Staatsbürgerschaft haben oder die aus dem Land Indien kommen. Seien Sie ausdrücklich ganz herzlich willkommen. Sofern Sie hier zu Gast sind, ganz herzlich willkommen als Gast, sofern Sie in Kelkheim wohnen, ganz herzlich willkommen als Mitbürger. Wir freuen uns sehr, dass Sie Bürger unserer Stadt sind. Der Staat Indien hat ja aufgrund der Firmenbeziehungen hier im Rhein-Main-Region einen ganz heißen Standbein. Viele indische Firmen haben sich hier im Rhein-Main-Gebiet angesehen. Viele deutsche Firmen sind auch in Indien. Möglicherweise erfahren wir davon auch noch einiges. Hier in Kelkheim sind wir mit Firmen noch nicht ganz so bestimmt, stimmt aber nicht. Weil wir haben sehr hochwertige und sehr gern gesehene Gastronomie hier in Kelkheim. Und gerade die indischen Spezialitäten werden von sehr vielen Kelkheimern sehr geschätzt. Auch darüber freue ich mich sehr. Sie sind aber heute hier, um viel von Land Indien zu lernen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen einen sehr interessanten einen Abend, an dem Sie sehr viel Spaß haben. Nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Generalkonsul, dass Sie diesen Abend möglich gemacht haben. Danke sehr, Herr Bürgermeister. Ehrlich, ich habe so viel Energie bekommen von mir. Also, I'd like to invite now Mrs. Pratibha Parkar for opening remarks to this event now, please. Indiens repräsentiert. Hier möchte ich betonen, dass all Rosenregeln
Bevölkerung des Reich der Demokratie Erde. Indien ist eine Föderation, bestehend aus 79 Staaten und 7 Union Territorien. Insgesamt haben wir in Indien 23 offizielle Sprachen, darunter Englisch. Neben offiziellen Sprachen hat Indien 122 Hauptsprachen und 1599 andere Sprachen. Obwohl Indien groß, bevölkerungsreich und vielfältig ist, wir in der Staaten vereint und schätzen unsere demokratischen Prinzipien sehr. Die indische Kultur hat eine wichtige und große Rolle dabei, uns zu vereinen. Indien galt schon immer als ein kulturreiches Land mit vielfältigen Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, Glauben, sozialen Bräuchen, Kleidungen, Sprachen, Festivals und so weiter. Die Kultur Indiens ist die älteste Kultur der Welt, etwa 5000 Jahre alt. Unsere Tanzen, Musik, Yoga, Ayurveda und Jusche sind unsere Großerbe. Heute habe ich Ihnen dieses Programm mitgebracht, das sowohl klassische als auch zeitgenössische Musik und Tanz präsentieren will. Die Aufführungen werden unsere Kultur aus Nord, Süd, Ost und West repräsentieren. Ich bitte Sie, die facettenreiche Kultur Indiens zu entdecken. Ich nutze auch die Gelegenheit zu verkünden, dass wir dieses Jahr noch 2 Losveranstaltungen organisieren am 23. Juni von 15 bis 18 Uhr den internationalen Yoga-Tag am Walter von Kumbeck-Platz in Frankfurt und am 1. September das India-Fest am Cosma-Platz von 12 bis 19 Uhr. Ich lade Sie ganz herzlich zu beiden Veranstaltungen ein. Und jetzt genießen Sie die wundervolle Reise musikalischen Indiens. Please join.